und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Farming Simulator 2019 hier auf der Ravenport mit dem Eine Tierfarm Projekt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir werden jetzt Weizen abtanken. Das haben wir das letzte Mal noch nicht gemacht. Den letzten Mal haben wir verkauft und richtig viel Kohle insgesamt gemacht. Ich glaube, den Tag allein schon. Also, ich glaube, zwei Folgen, komplette Folgen sind ja jetzt nur innerhalb der letzten 1 Stunde passiert. Wenn wir also uns jetzt mal hier die Finanzen anschauen und mal schauen. Das ist einzeln aufgesplittet. Verkaufte Wolle, Einnahmen, Ernte. Ist schon gut. Klar, Lohn sind wir wieder voll drinne, weil wir einfach gerade so vieles mit dem Helfer und so weiter machen. Ja, der kostet... Helfer sind nicht günstig. Aber das schaffen wir auch nicht anders. Und das ist ja auch okay. Die müssen ja auch... Ja. Ihre Miete bezahlen. Wollen ja was zu essen haben und so weiter. Jetzt ich überlege gerade, was wir noch alles genau machen müssen. Ja. Wir können uns hier... Helfer wird durch ein Objekt blockiert, du nicht. Ja, ach Gottchen. Da vorne hast du es geschafft und jetzt... So, dann... Schieben wir den mal hier so ein Stück weiter. Dann wirst du das schaffen. Mhm, gut. Vielen Dank. Wie hoch ist denn jetzt das Gras hier eigentlich gewachsen? Oh ja. Das ist schon wieder komplett ready. Das ist schon wieder komplett ready und dann würde ich auch sagen, dass wir uns einfach da jetzt an dem Schnitt einfach mal weitermachen. Weil, bevor wir jetzt nichts tun, wollen wir natürlich die Zeit nutzen. Und dann machen wir halt... Dann machen wir halt hier jetzt nochmal ein bisschen... Nicht Silage, aber ein bisschen Heu. Heu können wir ganz gut machen. Gerätschaften haben wir ja noch ausgeliehen. So, diesmal fahren wir ein kleines bisschen anders. Einmal hoch, einmal runter und dann auf der anderen Seite entlang. Ey, Gras haben wir noch da genug Ballen. Da müssen wir uns jetzt wirklich nicht nochmal drum kümmern. Und dann würde ich nämlich sagen, dass wir das Wachstum, das können wir ja jetzt eigentlich auch schon tun, auf langsam stellen. Pflanzenwachstum auf langsam. Und dann spulen wir vor. Dann machen wir mal richtig Rambazamba. Vielleicht skippen wir mal so einen ganzen Tag. Zwar müssen wir uns noch um die Pferde kümmern an dem Tag, aber
Ich habe zwar gerade hier nicht das Gefühl, dass wir, dass das hier ein voller Schnitt ist. Aber die Anzeige hatte es gesagt. Dann wird das so auch stimmen. Was ich ganz lustig fand, in meiner alten Heimat gab es einen Bauer und der hat sein Feld immer jedes Jahr ein ganz kleines bisschen größer gemacht. Das hast du daran gesehen, dass neben dem Feld so alte Telegrafenmasten, wie hier rechts, daher bin ich drauf gekommen, so alte Telegrafenmasten standen. Und ich war dort in der Wohnung, jetzt muss ich überlegen, 5 Jahre, 6, fast 6 Jahre. Und in dieser Zeit angefangen hatte es mit Feld zu Telegrafenmasten so ungefähr 1,5 Meter. Als ich jetzt gegangen bin, war der Telegrafenmasten direkt am Feldrand. Er wäre mit Sicherheit im Feld gewesen, wenn das nicht schwieriger wäre. Jetzt wegen Pflug zum Beispiel. Kannst ja nicht einfach durchziehen. Aber da kämpft er jedes Jahr um sich so ein bisschen mehr. So nach dem Motto, ah, mal gucken, sieht ja vielleicht keiner. Sehr interessant, bin ich gerade drauf gekommen. Aber gut, interessiert vielleicht auch keinen. Insofern nicht tragisch. Aber die Folge sollten wir auf jeden Fall schaffen hier, dass das Feld fertig ist. Und ich glaube nicht, dass wir es in 20 Minuten schaffen, das Feld hier mit dem kleinen, was ist das, 3 Meter Aufsatz, 2,50 zu mähen. Das wird wohl nicht klappen. Aber gut, wie gesagt, die Mietkosten bringen einen jetzt nicht um. Die Tagesmiete, die ist ja jetzt noch relativ gering. Weil notfalls lassen wir da einfach, halt es nochmal einen kompletten Tag. Überspringen wir das nochmal, behalten nochmal die Gerätschaften, die 2 Stück. Kümmern uns einfach mal ein bisschen um unsere Tierchen. So dass wir da wirklich, wirklich nochmal ansetzen können. Für mich, morgen ist es soweit. Community-Projekt mit dem BGA-Projekt. Es wird so legendär. Ich weiß es einfach. Ich habe da so Bock drauf. Ich freue mich ungemein, mit euch da zusammen zu spielen. Und wenn ihr das seht, ist das Projekt natürlich auch schon vorbei. Aber
Das ist so jetzt für mich. Ich habe alles fertig gekriegt. Das war ein Akt. Oh mein Gott. Ja, genau. Das war ein Akt, das Safe Game, das Singleplayer Safe Game auf den Server drauf zu kriegen. Ich meine, eigentlich ist da alles standardisiert. Du lädst einfach nur die ZIP hoch. Du nimmst den Ordner, zippst den, lädst den hoch, fertig aus. Und im Grunde funktioniert das auch. Problem ist, ich konnte nicht mehr joinen auf den Server. Also nach dem Safe Game konnte ich auf diesen Server nicht joinen. Und ich so, okay, vielleicht liegt es an irgendeiner Mod, die nicht Multiplayer-fähig ist und den Server dadurch crasht, wenn ich versuche drauf zu gehen auf den Server. Nee, ist aber nicht so. Habe ich nämlich getestet, indem ich einfach ein leeres Game dort starte, mit allen Mods drinne und es funktioniert. Ne? Gibt so hin und wieder mal so ein paar Warnings. Aber das ist alles vertretbar und das ist nicht das Problem. Problem war ja, konnte nicht auf den Server joinen. Also, okay, dann muss es irgendwas im Safe Game sein. Das Safe Game besteht ja nicht aus einer einzigen Datei, sondern aus vielen Dateien, meistens XML-Daten. Eine Bitmap ist auch dabei und so ein paar Sonderdaten, die ich jetzt per se gar nicht kenne. Also für mich sind Sonderdaten. GPD, glaube ich, oder so ähnlich heißen die. Und sowas steht da. Außer Premiere beendet. Tank. Nein! Ah, okay. Ich habe schon wieder, immer wenn ich lese, Tank ist leer, habe ich Angst, dass der damit meint, dass der Tank vom Trecker leer ist. Weil das wäre eine riesige Arbeit. Naja, und auf jeden Fall dann auf dem Server ist so gemacht, dass ich ein Safe Game von dort genommen habe. Also ein leeres Safe Game genommen habe und einzeln Dateien ausgetauscht habe. Also ich bin jetzt durch das Safe Game durchgelaufen, habe geguckt, okay, was gibt es da für eine Datei? Was steht da drinne? Ja, okay, da steht nichts drin. Okay, dann brauche ich sie nicht ausprobieren, ob es daran liegt. Und dann habe ich einen ganzen Abend lang ausprobiert, ausprobiert, ausprobiert. Bis ich dann am Ende, es war nahezu die letzte Datei, herausgefunden habe, dass das Problem bei der Item XML liegt. Die Item XML, da stehen solche Sachen drinne wie dass das Fahrzeug hier, der Fendt, mir gehört und dass ich schon so und so viele Stunden gefahren bin. Sämtliche Informationen über gekaufte Items. Ja, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Nicht so, ja, große Klasse. Ganz großes Kino, dass ich da jetzt mich mit beschäftigen muss. Bin fast verrückt geworden. Weil ich erst einmal ganz kurz befürchtet hatte, boah, ich krieg's nicht hin. Es war so ein Moment, wo ich nicht wusste, was soll ich jetzt machen? Und dann, Gott sei Dank, war es nur die Item XML. Denn viel schlimmer wäre es gewesen, wenn es irgendwas mit dem Terrain gewesen wäre oder mit Texturen. Weil das nachzubauen, das wäre richtig, ist richtig schwer. Und da habe ich es halt jetzt eben so gemacht. Ich habe mir rausgeschrieben, was ich alles besessen hatte. Und ja, habe es mir dann in dem Sinne neu gekauft. Klar, dann habe ich ein neuwertiges Produkt. Aber was soll ich machen, ne? Wenn das Spiel da nicht so besonders clever ist, dann ist das halt so. Kann ja auch nichts ändern. Dass es da irgendwelche Bugs gibt. Irgendwelche Probleme mit dem Safe Game. Und man das so lösen muss und das Spiel das nicht selbst lösen kann.
So, da dürfen wir natürlich hier auch nicht vergessen, dass wir den ernten müssen. Der. Ah ja. Den können wir wieder gleich aufs Feld schicken. Ich musste nämlich eben gerade einmal das Game schließen und wieder starten und deswegen sind die ganzen Helfer jetzt nicht mehr in Aktion. Aber das ist kein Problem. Das können wir hier stehen lassen. Nein, lassen wir hier nicht stehen. Ich weiß jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, dass das stören wird. Aber grundlegend sieht das sehr, sehr gut aus mit unserem Kontostand, mit dem, was wir jetzt hier noch ernten. Pferdchen, glaube ich, müssen wir noch eins ausreiten. Kann das sein? Dann haben wir hier natürlich nochmal Weizen, was wir wieder anpflanzen können. Wenn ich jetzt den Helfer starte, dann fährt er. Oh, pardon, dann fährt er gleich los. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ups. Was kostet uns eigentlich nochmal so ein seitliches Schneidewerk in der Miete? Oh, ich habe da keine Lust zu viel, das dauert immer so lange. Aber hey, warum sollten wir es einfach liegen lassen, ne? Seht ihr doch auch so. Dieses hier. Das hier ist sogar noch günstiger. 3 Meter. Gibt es da irgendwas anderes Sinnvolles? Nee, ne? Achso, das wird so rausgeschwenkt. Das ist sogar noch günstiger. Hat aber nur 2,7. Könnten wir doch hier direkt den Pöttinger nehmen, oder? Komm. PS-Zahl 60. Läuft. Ist gemietet. Und da fahren wir nämlich jetzt einfach das gerade abholen. Dann kriegen wir das ein bisschen schneller hin. So, mit dem können wir natürlich jetzt auch nochmal starten. Das läuft. Wie weit? Ich glaube, da können wir wieder etwas einstreuen. Ja, wobei. Ja, wir können es machen, dann ist das Ding hier voll. Und wenn wir das geerntet haben, dann müssten wir eigentlich direkt an die Saat auch wieder bei dem anderen rausgehen, ne? Kurz nochmal reinschauen. Hier abladen, genau. So, weil dann haben wir das nämlich auch weg. Können wir den hier dahin packen? So, wie gesagt, irgendjemand hatte gesagt, dass man
dass man hier dieses Ding, die Ballen auch damit aufladen kann. Ich wüsste gerne, wie. Ich verstehe es nicht ganz. Oder ist das ein anderer, der das integriert hat? Und bei dem hier geht das nicht. So, Fahrer hat es erreicht, das Ziel. Nee, hat sich festgefahren. Das ist der zwar nicht. Aber ich weiß schon. Nö. Ja, passt ja. Passt ja. Der ist alles gut. Okay. Ah ja. Unser Pferdchen. Wir wollen uns hierhin porten. Welches brauchen wir? Zip. Zip ist der hier. So. Ja, geil. Dann haben wir das nämlich auch. Dann müsste eigentlich mit dem nächsten Tag müssten die Pferde auf 10.000 sein. Das heißt, die können wir auch wieder verkaufen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ja, wobei doch. 6 Tage hält noch das alles, was wir in den Kuhstall reingepackt haben. Nicht mal 6 oder 7 Tage hält das. Das heißt, wir könnten uns auf jeden Fall noch mal 2 Pferde holen, denn wenn ich mich recht erinnere, innerhalb von 4 oder 5 Tagen kriegen wir die Pferde auch wieder auf 10.000. Ja, weil dann hätten wir noch mal einen Gewinn. Dann hätten wir noch mal einen Gewinn und könnten das noch mal ein bisschen mehr ausnutzen. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Das ist ganz gut. Ach, jetzt kann ich nicht. Jetzt kann ich nicht zurückfahren, ne? Zurückfahren. In den Shop gehen. So. Das machen wir, kümmern wir uns gleich nochmal drum. Denn der hier ist ready. Und wir wollen zu Feld 1. Okay, das haben wir. Ja, gut. Hühnerstall geht auch. Und jetzt tun wir noch Zip. Noch fertig reiten. Genau, der hat nämlich erst 30%. Also zumindest meine ich, dass es maximal bis 1.000 € ging. Maximal bis 1.000 €. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst das immer wieder besser. Wie weit man Pferde trainieren kann. Also sprich, wie viel Geld man maximal von einem Pferd bekommt. Ich meine, das war 10.000. Ich meine, das war 10.000. Was macht der Kollege da hinten für interessante Sachen? Genau, zerstör erst einmal da schön die Frucht. Na gut, okay, er ist fertig. Kann er nicht mehr kaputt machen. Ja, man merkt schon. Also,
die Felder hier sind einfach um ein Vielfaches größer. Also in Europa, da reden wir von Feldern, die sind eher so in dem Abschnitt. So, die Breite hier ungefähr, ne? Von dort drüben, vom Stall bis hierher. So die Breite und jetzt schon längst, die Länge sind wir schon längst drüber. So in dem Level bewegen wir uns. Und ich glaube, dass mit schönen kleinen Maschinen kommen wir da sehr, sehr gut zurecht. Und wir können ja trotzdem die Felder zusammenlegen. Also wenn wir irgendwann Bock haben, dann wieder größer zu werden, hey, kein Problem. Legen wir die Felder zusammen und dann passt das. Aber Felder extra auseinanderzuziehen, na, ich kauf's ja eh alles auf einmal. Aber ich meine, hier auch ein Feld einfach auf einmal zu kaufen, ist einfach. Was kostet das? 300.000, ne? Da reden wir eher so von, ein Feld ist eher so zwischen 60 und 100.000, so in dem, um den Dreh rum. Also deutlich, deutlich besser, was unsere Bedürfnisse anbelangt. So, der Helfer da hinten sehe ich gerade, ist auch da, aber wir sind noch nicht durch, noch nicht ganz durch mit Reiten. 94%. Ah, das reicht auch noch nicht. Müssen wir nochmal eine Runde drehen. Und dann sollte es aber passen. Dann müssen wir auch unseren Ernter wieder abtanken. Ja, passt. So. So, den haben wir gebürstet. Der ist auch gebürstet. Und jetzt wollen wir in den hier rein. Den müssen wir wieder starten. Und der kann sich direkt an das nächste Feld ranmachen. Ich überlege, ob ich ein bisschen Vielfalt wieder reinbringe. Sojabohnen und Raps. Ich würde tendieren, dass wir das machen. Dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Bisschen, kleines bisschen. Das ist nicht verkehrt. Also unterm Strich glaube ich, dass wir hier schon mit einem guten Plus rausgehen. Overall betrachtet. Also natürlich, wir hatten viel Investition. Wir hatten ja vorher, wir haben ja gestartet mit 1,25 Millionen und 250.000 Kredit. Wenn man das so betrachtet, nee, dann sind wir nicht im Plus. Ja. Nee, dann haben wir es nicht geschafft. Aber wir wissen ja noch nicht genau, wie viel wir jetzt hier für den Hof bekommen werden. Insofern ist das jetzt nicht hundertprozentig sicher, die Aussage. Aber zumindest gehen wir jetzt nicht mit Schulden irgendwie raus, was ich doch auch schon mal sehr wichtig finde. So, mal gucken, ob der Helfer hier alleine arbeiten kann. Dann tanken wir gerade mal händisch ab.
Und im neuen Gebiet haben wir ja eben auch gleich die Möglichkeit, haben wir auch schon gleich ein Grundstück, ne? Mit, ich glaube, ein oder zwei Feldern. Darf man auch nicht vergessen. Aber wir sind schon wieder fertig. Und, oh, der Anhänger ist voll. Na gut, das heißt, wir müssen in der nächsten Folge auch gleich wieder verkaufen gehen. Und das bedeutet wieder Kohle. Kohle. Beziehungsweise wir haben ja ein großes Silo, da können wir es natürlich auch erstmal reinbringen. Schauen wir gleich mal, wie der Preis so ist. Aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und damit ihr ja nichts verpasst, lasst mir doch ein Like und Subscribe da. Und ansonsten macht's gut, mein Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.